Hey ho und Petri Heil zu dieser neuen Folge von Wir spielen Minecraft 1.0 mit eurem Vorbootler. Ich habe heute mal Lust auf ausgewogene Ernährung. Was gibt es Schöneres? Fleisch, Fisch und alles, Gemüse. Muss ja sein. Ich wollte hier mal mein Glück versuchen. Ich habe schon so oft davon gesprochen, mal endlich angeln zu gehen, mir eine Angel zu bauen und hier mal so ein bisschen in aller Ruhe am See zu stehen. Und habe es nie getan, weil mir immer irgendwas dazwischen gekommen ist oder ich, ehrlicher gesagt, es meistens einfach vergessen habe. Ho! Hi! Ja, wo ist er denn hin? Da! Ja, super, das ist ja schon mal ein sehr leckerer Fisch. Werde ich jetzt mal hier ein bisschen meine Angel auswerfen? Ja, wunderbar. Ja, was habe ich denn in der letzten Folge gesagt, dass wir vielleicht mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen hier in unserer neuen Welt. Und das habe ich inzwischen sogar schon ein bisschen getan. Ich habe eine kleine... Upsala, da war wieder einer. Ja, das geht aber hier ab heute. Das nenne ich mal Anglerglück. Das versuche ich gleich nochmal. Was wollte ich denn sagen? Ja, natürlich hier. Ich habe ein bisschen weitergespielt in der Zwischenzeit. Hab mich so ein bisschen umgesehen vor allem. Naja, ich habe mich so ein bisschen in einer Höhle umgesehen, die ich gefunden habe. Also eine sehr schöne Entdeckung gemacht hier direkt vor unserer Haustür. Mal gucken, ob hier auch noch ein Fisch rauskommt. Also das ist ja wirklich jetzt hier sehr schön, wie das klappt. Den werde ich mir dann nämlich gleich mal schön zu Hause zubereiten. Hopp. Ja, man müsste jetzt nur noch richtig hochspringen, dass man den immer noch auffängt. Aber dazu bin ich, wie ihr wisst, natürlich immer ein wenig zu träge. Einmal noch, ja. Dann haben wir 5. Und dann können wir uns auch umsehen. Und ich zeige euch ein bisschen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Es ist eigentlich nichts Großartiges. Ich habe vor allem wie ein Verrückter Holz gefarmt. Und auch mein Feld endlich fertig gebaut. Ja, also ich habe jetzt inzwischen genug Saatgut zusammenbekommen, um da hinten, das sehen wir da schon, mal wirklich das Feld ringsherum anzulegen. Auch den Holzsteg habe ich zu Ende gebaut. Sodass man halt wirklich immer sehr schön hier durch die Gegend, durch die Felder laufen kann, um alles abzuernten. Jetzt sehen wir auch schon, dass schon einiges. Ich will das jetzt mal wachsen lassen. Ich war da jetzt die letzten Tage immer mal wieder dran. Jetzt müsste ich es erstmal richtig wachsen lassen. Hab auch schon ein bisschen Ernte eingeholt. Ja, das nächste. Das nächste, was wir hier sehen, ist das Haus. Da ist mir dann jetzt auch schon ein bisschen was eingefallen, wie ich das verschönern kann außen. Ich war da nicht zufrieden mit diesem Rohholz oben drauf. Dann habe ich jetzt mal solche Ecken gebaut. Natürlich soll das Haus jetzt nach und nach immer noch etwas weiter gebaut werden und verschönert werden, damit das hier mal wirklich so eine richtige schöne Ponderosa wird. Ja, also die Jüngeren unter euch kennen das wahrscheinlich nicht. Die wissen nicht, was die Ponderosa ist. Wer allerdings als Kind mal Bonanza geguckt hat, diese Western-Serie, der weiß, dass das da die Hauptfarm war. Naja, ist jetzt nur so eine Geschichte am Rande. Nicht besonders wichtig. Hier oben, kämpfe ich inzwischen sehr häufig mal gegen Spinnen. Ich habe also wirklich jetzt auch die letzten Nächte immer damit verbracht, fleißig gegen die Monster zu kämpfen. Dieses Häuschen hier ist wirklich ein guter Ausgangspunkt. Man kann da schnell mal ringsherum rennen. Und wie ihr seht, hat man auch einen schönen Blick in alle Richtungen. So, dass man hier von oben zum Beispiel mit dem Bogen sehr gut schießen kann. Man sieht halt sehr viel. Man kann auch schon mal eben runterhüpfen. Dabei verletzt man sich zwar immer so ein bisschen. Ja, dieses dämliche Geräusch. Und, aber trotzdem, auch hier ab und zu ein bisschen Zaun, der schützt einem auch schon mal, wenn hier so irgendwie so ein Creeper steht oder ein Zombie. Also das klappt ganz gut. Wow. Ah ja, Sumpfkraut habe ich inzwischen auch schon ein paar Mal so ein bisschen abgeerntet. Kann ich jetzt vielleicht einfach nochmal eine Lage rausholen. Kann ja nicht schaden, dann kann das schon mal wieder wachsen.
Das habe ich mir inzwischen angewöhnt, dass ich wirklich die untere Reihe stehen lasse. Dann brauche ich jetzt nicht extra wieder einpflanzen. Ne? Irgendwer sagte das mal von euch. Macht das doch mal immer so, dass du das immer direkt da unten stehen lässt. Dann sparst du die Einpflanzaktion. Ja, hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Aber bin ich nicht. War halt einmal so gemacht, dann schnell angewöhnt und naja. Ja, das sieht aber jetzt auch schon prächtig aus und ich denke mal, ich kann das natürlich da noch auf beliebig hier noch erweitern. Hops. So, und jetzt wird es auch langsam dunkel. Jetzt muss ich mal überlegen, natürlich, was wir dann als nächstes machen. Erstmal natürlich auch hier meine Kisten. Ich habe hier unten noch eine Kiste reingestellt, da bei mir oben schon was überquillte. Ihr seht das jetzt hier, die Mobs und Pflanzen. Das war schon total voll so. Ach, den Fisch wollte ich braten. Ah, Moment, da habe ich noch Tintensäckchen dabei. Die können auch weg. Dann den Fisch mal in den Ofen schmeißen. Hervorragend, eine ganz hervorragend nahrhafte Sache. Ein bisschen Werkzeug habe ich mir hergestellt, ne, auf Vorrat. Und wie ihr seht, auch jetzt inzwischen mal immer ein Eisenschwert dabei. Ich sag jetzt mal Eisen, obwohl es mich schmerzt, ne? Einfach wegen der Enderman. Falls mir mal einer vor die Füße springt, damit ich eine gescheite Waffe dabei habe, denn ich möchte die natürlich haben, die Enderman. Ich möchte die jagen, aber ich spiele jetzt hier schon wirklich einige Tage, also Spieltage. Und es ist seit letztens, wo uns der in der Folge mal begegnet ist, ist nie wieder ein Enderman hier in der Nähe aufgetaucht. Und ich bin eigentlich fast jede Nacht auf gewesen. Ich habe, glaube ich, nur 2 Nächte mal geschlafen, weil ich gerade draußen irgendwas gemacht habe. Und ja, das ist natürlich echt ätzend, ne, wenn die so selten sind. Gut, aber da müssen wir halt mal gucken. Wir müssen halt mal auch ein bisschen jetzt auf Erkundungstour gehen. Ich wollte jetzt mal heute noch hier bleiben, um so ein bisschen noch an dem Zaun draußen zu arbeiten. Hatte ich mich schon ein bisschen Material hergestellt. Ups. Da ist es auch gerade fertig. Lecker, lecker. Dann können wir eigentlich auch direkt mal ein Stückchen essen. Habe ich sogar gerade ein Achievement bekommen, ne? Das ist ja unglaublich. Das hätte ich mir selber überhaupt nicht zugetraut. Gut, das lasse ich aber hier jetzt. So, was sagte ich denn gerade? Jetzt sagte ich doch gerade hier von wegen Zaunbau. Dafür wäre es natürlich von Vorteil, wenn es tagsüber ist. So, dann habe ich hier nämlich schon ein paar Zäune dabei und ein paar, ja, Zauntüren. Aber natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein. Hier, die Creeper, die rennen hier immer rum. Einfach ein bisschen auf Abstand. Da hinten laufe ich jetzt gleich mal hin. Da sammle ich natürlich morgens immer ganz gerne mal die Drops auf, die da so liegen bleiben. Auch wenn da gerade so ein Creeper steht, der mich schon sehnsüchtig erwartet. Der ist schon ganz heiß auf mich. Komm mal her, du, komm. Na komm. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Strategie. Wenn man die ansprintet. Ah, schade, 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 schade. Normalerweise klappt das ganz gut, wenn man die anrennt und dann wegschubst beim Schlagen, ne? Und dann ein bisschen zurückrennt und das gleiche nochmal, aber man sollte sich da immer schön Zeit mitlassen. Oh. Den Baum hat es dann auch erwischt. Man sollte sich Zeit damit lassen. Und natürlich ist das auch alles, klappt das auch alles nur, die schönste Strategie klappt nur, wenn man auch seine Ruhe hat und wenn nicht sonst noch irgendwelche Viecher ringsherum da rumrennen oder Creeper sich von hinten nähern oder alles sehr eng ist, ne? Dann kann man das alles, die beste Strategie alle vergessen. Dann heißt es nur schnell draufhauen.
So, ja, solche Löcher hier, die habe ich jetzt schon öfters mal flicken müssen, auch bei mir im Garten da hinten, auf der Farm. Ich mache das jetzt erstmal wieder so zu, weil, naja, weiter komme ich eh nicht jetzt. Schade eigentlich, ja gut, das müssen wir dann alles hier mal, das könnte man vielleicht alles sowieso mal schöner machen mit so einem kleinen Weg, der zurück zu der lustigen Höhle führt. Gut, aber jetzt mal endlich zum Zaunbau. Da hinten möchte ich nämlich das Gehege vergrößern. Didi. Auch hier draußen die Wände, ne, das kann ich direkt auch mal machen. So. Und dann machen wir das mal noch weg. Na also. Ja, es sieht schon mal so ganz, ganz nett aus, finde ich. Auch natürlich könnte man mehr Efeu anbringen. Ist auch eine ganz gute Idee. So, jetzt habe ich hier nämlich auch ein bisschen noch diesen Bereich hier noch etwas weggeschlagen und möchte jetzt dieses Gehege leicht vergrößern. Eigentlich gar nicht so richtig viel. Nur wenn man jetzt natürlich plant, auch ein bisschen hier mit Tierzucht und diesem ganzen Drum und herum, ne, dann ist das doch eine ganz schön aufwendige Sache. Denn wir haben hier einiges an. So, wir haben hier einiges an Tieren. Also verschiedene Sorten. Und ich finde, die sollten dann ja auch alle einzeln so ein Gehege haben. Ne? Nicht so kunterbunt alles. Ja, wie mache ich denn das jetzt hier? Mache ich den kaputt? Ich vergesse, ich kann mir das nie merken, ob man da jetzt bei welchem Material irgendwie welches Spezialwerkzeug braucht. Keine Ahnung. So. Denn das Gehege, das ist hier zu klein. Da passt doch nichts rein. Das ist ja eine Tierquälerei, ja? Wenn ich jetzt hier so Schafe reinstecke und die züchte. Das ist ja, kann man ja den armen Tieren nicht zumuten. Ah, es interessiert mich jetzt gerade. Wie ist das, ob das jetzt hier über Eck so hineinpasst, das Türchen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. So, und das finde ich schon ganz nett, wenn man jetzt hier so den Eingang hat. Ich und Türen, das ist ein Kapitel für sich. Auch hier, ein schöner großer Baum ist mir da mal gewachsen. Ich habe hier natürlich, ist mein Baumfeld, da habe ich dann immer Bäume angepflanzt, abgehackt und irgendwann ist dann plötzlich mal so ein großer entstanden. Den lasse ich jetzt mal stehen, weil ich den schön finde da. Da gibt der Gegend jetzt auch mal so ein bisschen was. So, machen wir mal die Tür hinter uns zu. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier noch weiter verfahre. Ihr könnt eigentlich schon direkt das nächste Gehege daneben, ne? Das kann ich ja mal andeuten, ne, dass man hier vielleicht durchlaufen kann mit so einem Zweier. Ja, so ein Zweierweg da durch. Und dann kann man dann hier schon mal so ein bisschen. Ich habe überlegt, vielleicht außenrum auch so eine Hecke zu ziehen, damit es sicherer ist. Aber ich und Sicherheit, das ist ja auch nochmal wie so eine Sache. Da lege ich ja gar nicht so einen Riesenwert drauf. Und ich glaube, die Monster, die tun unseren Tieren ja auch nichts. Ne? Ah, was mir einfällt, ist das hier. Man könnte jetzt hier vielleicht noch so ein bisschen so einen Weg anlegen. Das finde ich ganz. Oh, passt ja. Ob genau habe ich das ausgemessen hier. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier noch. Oder hier vielleicht noch so einen Erdrand lassen soll, vielleicht. Das sieht vielleicht hübscher aus, ne? Ich das so mache. Weil die Erde mitnehmen, die kann ich direkt da hinten in dieses Loch einsetzen. Da ist mir nämlich vorhin auch ein Creeper um die Ohren geflogen. So. Na, also ist es denn die Möglichkeit? So. Jetzt langsam wird es schön, weil man doch dann dauernd an allen Ecken irgendwas zu tun hat. Egal, wo man hinrennt. Es ist immer was zu tun. Das überlege ich mal. Ich gucke mir das mal an. Hier habe ich sogar dabei. Schön. Das wird ja nicht reichen, aber gut. Ich habe noch genug Schotter im Keller.
Und noch 3. So. Ja, hier sollte aber ein Stein Eingang so sein. Das wird ein bisschen. Ja. Dann könnte man hier doch noch ein bisschen so Gras hinpflanzen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das hat was, ne? Das hat was Schönes. Das machen wir auf der anderen Seite zu dem Feld hin vielleicht auch, ne? Dass wir das auch noch ein bisschen brauchen. Vor allem mal hier noch von dem Zeug. Wo hab ich denn das? Ah ja, richtig. Das kann ich auch alles hier schon lassen. Oh nee, das Rottenfleisch, das kommt immer in die, auch wenn es eklig ist, in die Nahrungskiste. So, so viele Hühnchen habe ich auch schon. So, Schaufel und Schotter. Ja. Die Ponderosa. Ui, das war's schon wieder, aber ich habe natürlich immer etwas dabei inzwischen. Was ist jetzt immer der Vorteil, da kann man diese lästigen Sachen hier, Werkzeug bauen ohne Ende. Das kann man alles mal machen, wenn man gerade mal nicht dreht. Sonst ist das immer dasselbe. Ist nicht so schön. Ja, hier kann man, hat mich da jemand wieder geschubst? Nein. Also. Ich habe hier schon Halluzinationen manchmal. Ganz entspannte Farmarbeit, das hier. Na, ja, das sollten wir uns aber gleich doch mal holen, da, das ganze Zeug. Habe ich denn noch genug? Ja, komm, machen wir das mal lieber. So, dann ist das nämlich auch hier, dann wächst das alles schön gleichmäßig nach. Upsa. Yo. Ja, ich habe dazugelernt. Ja, ich habe wirklich dazugelernt. Ich bin nicht mehr so ein Holter die Polter mit der Tür ins Haus Fall Bauer, ne, sondern ja, ich habe auch Mails bekommen. Oh, hoppla, das tut mir leid. Ich habe jetzt aus Versehen ein etwas Falsches abgeerntet. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Nein, ich habe auch Mails bekommen, mal von einem richtigen Landwirt. Und das war dann für mich dann doch Grund genug, mein Feldverhalten mal umzudenken, ja, umzuplanen, um irgendwie anders zu machen, eine andere Einstellung zur Landwirtschaft zu bekommen. Sowas wie ich jetzt zum Beispiel mache, eh dauernd übers Feld rennen, das mache ich ja immer. Und ich versuche das jetzt mal anders zu machen. Ja. Also das normale Gekrähe von so normalen Leuten, die immer dann so schreien, mach das nicht, weißt du das nicht, bist du zu blöd oder so, ne? Renn doch nicht immer übers Feld, ne? Das ist mir meistens immer völlig egal. Allerdings, ja, eben habe ich eben auf Post mal von einem richtigen Landwirt bekommen und der sagte, ey, das, ich guck das immer so gerne und jetzt wenn ich selber vom Feld komme und dann mache ich das gerne in Minecraft und dann sehe ich dich da immer durchs Feld rennen und das finde ich gar nicht gut, das tut mir richtig in der Seele dann immer weh und ne, ich bin halt nun mal Landwirt und ja, da sage ich natürlich, okay, da möchte ich natürlich ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen. Und jetzt wird es dunkel. Ich nehme auf alles Rücksicht. Ja. Nur diese komische Welt hier, die nimmt auf mich nicht Rücksicht. Ne? Das heißt, während ich hier jetzt so schön von meinem guten Gewissen und von meinem guten Willen erzähle, werde ich wahrscheinlich jetzt jeden Augenblick wieder hinterrücks ermordet. Ne? Das hat man dann davon, wenn man so ein Gutmensch ist. Ne? Ich mach das morgen weiter. Ich gehe jetzt erstmal, ach, ich gehe jetzt mal schlafen, dann ist das doch schnell erledigt. Jetzt sind auch noch nicht so viele Monster gespawnt. Und deswegen können wir jetzt auch nochmal schnell den Rest am Feld erledigen, herrje. So, hoffentlich sitzt auch nichts hier. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, dass es sehr, sehr übersichtlich ist, ne? Man hat echt einen guten Rundumblick. Wappdi, flobbeli wappdi. Schon wieder festgehangen. So.
Also jetzt, wenn hier jetzt jemand ankommt, dann sieht der wenigstens auch schon mal, dass hier jemand wohnt. Es sieht schon etwas zivilisiert aus. Da, wo Wege sind, da ist immer auch Zivilisation. Da war schon mal einer, ne? Und das ist, deswegen ist das immer gut, Wege zu bauen. Es sei denn, man möchte sich im Wald verstecken, dann baut man zu seiner Hütte am besten keinen Weg. Ja. Oh, das freut mich aber auch, dass die Felder alle noch in Ordnung sind. Habe ich mich also gut verhalten und bekomme keinen Ärger heute von euch, ja? Hab mir auch mit dem Holzsteg ja schon so viel Mühe gegeben. Ja, ich trampel jetzt immer drauf rum, wenn ich gerade mal nicht das Video drehe. Dann sind alle glücklich. Ja, die habe ich hier auch die ganze Zeit. Also, wir werden auch nie wieder Probleme haben, an schwarze Wolle zu kommen. Das ist, ja, diese ganzen Tintenfische, die hängen mir hier in meinem Stadtteich rum. Als wenn sie sonst nichts zu tun hätten, ne? Mensch, Leute, da hinten war doch ein schönes Meer. Warum lauft da nicht dahin? Da, wo wir hergekommen sind. So. Alles eingepflanzt. Da ist schon wieder was Neues gewachsen. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber auch. Wenn das Feld einmal so groß ist, dann ist das Wahnsinn. Zack, das war jetzt mit Schritt. Gut. Die hole ich mir jetzt. Dusch. Tja, und dann überlege ich jetzt eigentlich auch schon, was wir in der nächsten Folge mal machen könnten. Ich habe jetzt viele Sachen auf dem Programm, die ich jetzt so mal machen könnte. Und zwar natürlich hier die Gegend mal mehr erkunden. Also wir sind ja bisher nur bis zu der Hütte gekommen und da hinten sind wir hergekommen. Den Berg kennen wir, aber ich war halt da vorne schon mal. Da ist, also da an dem Baum eigentlich schon, da ist irgendwie auch eine tolle Höhle. Die würde ich euch gerne mal zeigen. Die könnte man auch nochmal schön ausbauen, so ein bisschen, weil man da sicher auch vielleicht öfters mal reingeht. Die scheint nämlich sehr groß zu sein. Da habe ich auch schon ein paar schöne Entdeckungen gemacht. Und natürlich würde ich gerne mal in die anderen Himmelsrichtungen losstarten, um mir das alles anzusehen. Und ich sag mal, wenn wir dann das hier alles gesehen haben, so in diesem Umfeld, jetzt hier so immer so Tagesreisen oder was weiß ich, was man so an einem Spieltag so schaffen kann. Wenn das dann erledigt ist, dann kann ich euch wahrscheinlich auch jetzt mal langsam den Seed dann nennen. Kommen ja immer mal wieder Anfragen, wie heißt denn der Seed? Ich sag's ja immer wieder, das ist schon ganz klar, ich gebe den euch, wenn ich meine, dass es jetzt soweit ist, ne? Hab jetzt im Moment selber auch keine Lust, dass ich jetzt hier irgendwie von euch schon Tipps bekomme. Geht doch mal dahin und da ist das und das und da habe ich das und ich möchte ja hier noch, bin ja selber noch in der absolut frühe Entdeckungsphase und die möchte ich mir auch gar nicht verderben, weil das eben schön ist, wenn man sich das so erspielen kann. Okay, ich bringe jetzt mal das Zeug zurück. Da, so viel Getreide, da können wir tatsächlich langsam anfangen, nur Tiere einzufangen. Das wird es schon langsam bringen. Das lasse ich noch alles hier. Und ich denke, ich zeige euch dann in der nächsten Folge wirklich mal die Höhle, die ich entdeckt habe. Jetzt habe ich da schon so viel von erzählt und ihr seid jetzt schon ganz begierig darauf, auch mal wieder eine Höhle zu sehen. Ich habe die schon halbwegs befestigt. Betonung auf halbwegs. Ja, und also, dass wir da schon relativ schön zügig rein können in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, sehen wir uns dann in der Höhle.